Okay, die Kanone ist kaputt. Oh, boah, ich war so verrückt. Oh, boah, ich muss mir gerade. Oh, der hat dreimal auf mich geschossen. Und einmal hat er zum Glück diese Kanone hier getroffen. Was ist denn da jetzt explodiert? Okay. Ich habe gerade eine derbe Gänsehaut vor Anspannung. Das ist echt. Ey, ich war so bekloppt. Warum habe ich das getan? Vor der zweimal auf mich geschossen, mir war es egal. Ich hätte sterben können, Herrgott. Bomben! Da ist er, der Bomber. Ja, toll. Triff mal bitte den einen doch auch, du Arsch. Okay. Da ist er wieder hier. Der Typ, der wieder guckt. Jetzt guckt er nur noch blöd aus der Wäsche. Oh, der hat das Maschinengewehr bemannt. Das war nicht gut. Okay, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Ich bin ja schon weg. Alter. Das ist total voll. Ich bombe dir jetzt einfach mit einer Granate an die Hirse. Was? Auf der Stelle getötet? Nein. Ich nicht, nein. Mach dich mal selbst kaputt. Das finde ich ziemlich nett. Wenn ich das Spiel kenne, kann er wahrscheinlich durch den Boden durchschießen. Okay, der Boden, der hier. Das Fahrgestell ist auch im Arsch. Hier. Die selbst. Du Arschloch! Er hat wieder seinen Kopf verloren. Geil. Also sah zumindest so aus. Hatte natürlich nicht. Ist ja kein Splatter-Spiel. Und hier sind wieder Einschusslöcher in der Luft. Wie wir sie aus dem ersten Teil schon kennen. Yay! Ui, wo kommst du denn her? Achso, die lebt da noch irgendwie. Stimmt. Okay, da müssen wir Granate gegenwerfen, haben sie mir gesagt. Nicht. Achso, ich sollte eine reinwerfen, genau, damit die Besatzung stirbt. Ich muss gerade mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt auch. Also ich bin immer noch ein bisschen geschockt auch von der Sache. Von eben mit dem Panzer und so. Ach, so soll ich das dann machen, okay. So. Okay, da komme ich her. Ich weiß genau, dass ich da herkomme, aber ich wollte gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist, weil ich gerade, wie gesagt, ein bisschen Stress hatte, auch ein bisschen geschockt war. Was? Nein. Bin da mit Maschinengewehr. Wie weil die Spione sind gekommen, wurde im Nähe des Flugplatzes gesehen, blablabla, bla bla, sagt der Typ da von dem Lautsprecher durchsagen. Okay, dieser Panzer ist auch vernichtet. Ist das nicht schön? Ach, hier ist auch noch Maschinengewehr. Okay. Hier. War das gut? Weiß ich nicht. Nein. Oh, der Maschine. Ich will mir jetzt gleich nicht Munition suchen. Kurz vom Ende der Mission. Oh. 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 Ich meine natürlich Energie, nicht Munition. Schießt du noch? Ja. Okay. War es das jetzt oder ist das noch einer drin? Okay. Komm raus. Nein, doch nicht mehr. Okay. Müssen noch die Lichter anmachen. Ah, oh, das juckt schon wieder so total. Hier kommen wir Soldaten. Sieht nicht so aus. Okay, können wir jetzt entweder erstmal rein oder schon außen rumgehen? Ich gehe erstmal rein. So, komm nicht. Gucken wir erstmal, was hier so abgeht. Gar nichts. Wie schön. Da. The door is locked. Press action button to open the door. Leck mich am Arsch. Oh, Nase juckt. Oh, meine Güte, das nervt mich voll. Okay, die Tür da gerade eben, wo ich reinkam, die ist später zum Fliehen gedacht. Denn da kommen wir, glaube ich, direkt aufs Flugfeld. Vermute ich. So, okay. Energie ist wieder aufgeladen. Ist das nicht schön? Sehr gut, okay. Und dann können wir jetzt hier die Lichter anmachen. Hey. Landing Lights on.
So, ist hier noch was? Jetzt kommen wir hier durch. Dieser Spruch. Okay. Ah, sehr gut. Ah, schön. Okay, da gehe ich noch nicht lang. Ich gehe erstmal hier lang. Ah, ich hoffe mal, das reicht wieder aus, ey. 44. Einen darf ich übersehen haben. Vom Prozentsatz her. Vielleicht. Oder zwei. Flugzeug erreicht. Was sind die Lichter? Ich habe gerade aber noch jemanden sprechen hören. Das finde ich nicht gut. Ich muss gerade mal kurz gucken. Es tut mir leid, Leute. Aber es ist ja jetzt besser, wenn ich jetzt noch 2 Minuten mehr aufwende, als wenn ich dann die ganze Mission nochmal machen muss, was dann 12 Minuten in Anspruch nehme. Irgendwo. Ich höre die ganze Zeit jemanden rufen. Ach, komm. Ich glaube, wir scheißen jetzt mal auf den einen. Das ist immer so... Oh, so ein gutes Gefühl habe ich dabei. Wenn ich genau weiß, dass da noch jemand ist und ich... Da schreit mich die ganze Zeit jemand an. Hier muss irgendwo jemand in der Nähe sein. Da ist keiner. Hier ist wahrscheinlich auch keiner mehr. Richtig. Kacke, ich kann es sonst nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Nein, falsch, okay. Muss schon irgendwo jemand sein. Oder am Flugzeug selbst, das glaube ich aber weniger. Schauen wir mal nach, gehen wir ums Flugzeug herum. Gehen wir Richtung hier, da lang. Richtung grüne Lichter. Okay, schade. Boah, bitte, bitte, bitte. Jetzt könnt ihr erstmal die Endsequenz der zweiten Mission erleben. Aber oh, wir haben schon recht spät. Später als erwartet. Tanks were a cornerstone of the Nazi Blitzkrieg attack strategy. Though armored fighting vehicles were developed on all sides, it was General Heinz Guderian of the German Army whose groundbreaking strategies and tactics led to the creation of the dreaded Panzer divisions he later commanded. Other generals, such as Rommel, used the destructive power of these multi-ton armor-plated Goliaths to put Germany far ahead of the Allies in the early days of the war. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Ah. Ja, da war sie gerade wieder, die französische, englisch sprechende Manor. So, ich mache jetzt auf jeden Fall Schluss, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, speichere ich jetzt. Das ist eigentlich immer schön, so eine Mission zu machen. Meistens 4, 3, ich sag mal zwischen 2 und 5 Aufträgen pro Aufnahme. Das ist dann immer auch ein schöner Themenschnitt. Ja, jetzt haben wir halt die Deutschen in Marokko ein bisschen geschädigt. Vielleicht sogar komplett platt gemacht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die erstmal zurückgeschlagen. Jetzt müssen wir theoretisch 28% haben. Aber ich gucke jetzt nicht nach. Das sage ich euch beim nächsten Mal, wenn ich dann den Spielstand laden werde. Gut, dann, ja. Wie immer, ne? Bleibt geil. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.